Christel, zwei Schuhe. Hier hört alles auf ihr Kommando. Dus Steiner ist die Chefin des 10-köpfigen Küchenteams im Hotelrestaurant Hirschen. Die Nachricht von ihrem zweiten Michelin-Stern erreichte sie per E-Mail. Also ich habe mich total gefreut, weil ich wahnsinnig viele Briefe und E-Mails bekommen habe von sehr, sehr vielen Kollegen. Insbesondere natürlich auch Harald Wohlfahrt, der mir einen Brief geschrieben hat. Und das hat mich schon wahnsinnig gefreut. Anderthalb Jahre hat sie bei dem renommierten Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt in der Schwarzwaldstube im Südwesten Deutschlands gearbeitet. Danach hat sie ihre eigenen Rezeptideen umgesetzt. Für ihre Gäste kocht sie vorwiegend leichte französische Gerichte. Privat mag sie es auch gerne mal bodenständig. Ich esse eigentlich alles gern, wenn es frisch gekocht ist. Also so, wenn es Personalessen gibt, so ein normales. Bei uns mag ich gern Königsberger Klopse mit Basmati-Reis und Kapernsoße. Das Restaurant Hirschen ist ein Familienunternehmen. Dus Steiners Ehemann, ebenfalls Koch, arbeitet in der Küche mit. 2008 hat Dus Steiner das Zwei-Sterne-Restaurant von ihrem Vater Hans Paul übernommen. Dann ein herber Rückschlag. 2009 wurde ihr ein Stern aberkannt. Nun hat sie ihn sich selbst wieder zurückgeholt. Ihre Mutter Claude Steiner ist Französin. Sie berät die Gäste bei der Menüwahl. Seitdem ihre Tochter Chefin ist, ist der Hirschen fast immer ausgebucht. Sie ist wie ihre Papa, zwei große Köche. Und ich bin sehr, sehr stolz über meine Tochter. Dus Steiner arbeitet bis zu 15 Stunden am Tag. Ihre 13-jährige Tochter Justine wächst inmitten des Küchenalltags auf. Wo isst du draußen? Was wichtig ist, um das durchzustehen, ist eben auch, dass man sich Auszeiten nimmt. Und zwar nicht nur mal, sondern wirklich auch jetzt seinen freien Tag genießt. Montag, Dienstag einfach bei der Familie ist, rausgeht und den Dingen nachgeht, an denen man eben auch noch Spaß hat. Montag und Dienstag sind Ruhetage im Hirschen. In ihrer Freizeit geht Dus Steiner am liebsten mit ihrer Tochter raus in die Natur. Zum Beispiel, um wilde Kräuter zu sammeln. Hier, Zitronenmelisse. Wie früher mit ihrem Vater. Zitronenmelisse. Riecht gut, ja. Eigentlich wollte Dus Steiner Kunst studieren. Dann aber siegte die Leidenschaft fürs Kochen. Der 41-Jährigen ist es wichtig, Kinder über gesunde Ernährung aufzuklären. Und zu zeigen, wie man Gerichte zubereitet. Zum Beispiel dieses Schokoladenparfait. Mit einer Zitronenmelisse-Soße. Man muss einfach vermitteln, dass das Essen Spaß macht. Dass es auch nicht nur Nahrungsaufnahme ist, sondern auch Kommunikation am Tisch. Das heißt, es ist der Moment, wo auch die Familie miteinander spricht und austauscht, was man gemacht hat. Nebenbei arbeitet Dus Steiner auch an einem Kochbuch. Es ist mittlerweile ihr drittes. Dieses Mal entwickelt sie Rezepte für Desserts. Ich gebe mir sehr viel Mühe, das so hinzukriegen, die Rezepte so zu schreiben, dass sie eben für den Laien zu Hause in der Haushaltsküche nachkochbar sind. Und ja, und durch das ganze Überlegen, über welche Produkte man nimmt und so, kommt man auch wiederum auf andere Ideen, was man im Restaurant wieder machen könnte. Soll ich was probieren? 2013 kommt ihr Buch auf den Markt. Demnächst plant sie auch, ihre Küche auf den modernsten Stand zu bringen. Und vielleicht wird sie ja dann auch bald Deutschlands erste Frau mit drei Michelin-Sternen.